Diese Schule hat offenbar auch Geheimgänge. Yep. Letzte Woche habe ich mich auf dem Weg zum Monsterschulcafé verlaufen und ganz viele geheime Dinge gefunden. Ein Wandschrank führt zu Katakomben und eine Schublade führt durch ein Portal zu einer Ketchupfabrik. Und in unserem Zimmer gibt es einen Schrank voll mit altem Hexenkram. Hexenkram? Niemals. In unserem Zimmer, sagst du? Nein, in Monstermillionen Jahren nicht. Richtig. Wer bricht schon die Regeln? Hexerei ist verboten und wird mit Schulverweis bestraft. Mein Frontallappen gehört dem Poltergeist, der die Regel verfasst hat. Wenn mein menschliches Wissen nicht absolut unspektakulär ist, gibt es solche Krokokettenmonster nicht. Dieses Monster muss durch Hexerei zum Leben erweckt worden sein. Wer hat in unserem Zimmer Krokoketten gegessen? Ich war es. Ich habe für meine Anti-Hexenkunst-Rede noch was recherchiert und ich sollte für die Bibliothekarin ein verbotenes Hexenzauberbuch aufbewahren. Da! Zauber-Reversio! Sanfolio, Zauber-Sanfolio! Meine Memoiren sind vollständig. Meine Memoiren! Da vorne! Wenn ich rauskriege, was hier los ist, werden Köpfe rollen. Und nicht nur meine.